Hallo, mein Name ist Markus Scholz. Ich bin 28 Jahre alt und seit September letzten Jahres Landtagsabgeordneter. Nachdem Katrin Kuhfuß ihr Mandat zurückgegeben hatte, bin ich zuständig für die Themenbereiche Gesundheit, Pflege, Soziales, Kinder und Jugend, Familie, SeniorInnen und Queerpolitik. Außerdem vertrete ich Franziska während ihrer Babypause im Haushalts- und Finanzausschuss. Viele Menschen, vor allem in ländlichen Regionen, haben Angst davor, dass sich die medizinische Versorgung verschlechtert. Ohne Frage, das sächsische Gesundheits- und Krankenhaussystem steht vor Veränderungen, damit es zukunftssicher ist. Angst braucht jedoch niemand haben. Ich kämpfe für eine wohnortnahe medizinische Grundversorgung, sodass die Wege bis zur Behandlung möglichst kurz bleiben. Wir brauchen dabei ein Gesundheitssystem, das auf Qualität anstatt Masse setzt und in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Mit Blick auf Kinder und Jugendliche gilt es neben Bildungsgerechtigkeit auch soziale Gerechtigkeit und echte Teilhabe in den Fokus zu rücken. Jedes Kind sollte Spielgefährtinnen im Nachbarort, die Eisdiele oder den Sportverein mit Bus und Bahn erreichen können. Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, sich einen Kino- oder Schwimmbadbesuch leisten zu können und im Sommer ins Ferienlager zu fahren. Kinder und Jugendliche jeden Alters sind Expertinnen. Sie wissen sehr genau, was sie brauchen und was nicht. Hören wir ihnen zu, fragen wir sie, beziehen wir sie wirklich in wichtige Entscheidungen, die sie betreffen, mit ein. Seniorinnen und Senioren wiederum haben unterschiedliche Bedarfe. Manche sind noch fit und mobil, andere nicht. Ich denke, wir sollten niemanden im Stich lassen. Deshalb schaffen wir soziale Angebote und Begegnungsorte, damit gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren kann. Familie ist für mich mehr als Mutter, Vater, Kind. Aus eigener Erfahrung weiß ich um die besonderen Bedarfe von Alleinerziehenden. Regenbogenfamilien gehören beispielsweise auch zu einer vielfältigen Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen hier, die sich für ein bunteres Sachsen einsetzen. Ich bin einer von ihnen. Dieser bunte Blumenstrauß an Themen führt dazu, dass ich viel unterwegs bin. Dabei führe ich Gespräche mit AmtsleiterInnen, Jugendämtern, Kinder- und Jugendverbänden, Krankenkassen, ApothekerInnen sowie Gesundheitsämtern, schaue mir einen hebammengeführten Kreißsaal an, bin bei Vor-Ort-Terminen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen oder nehme an Diskussionsrunden teil. Aber politische Arbeit ist nicht nur drinnen, sondern auch draußen, beispielsweise bei den CSDs. Ich bin in Freiberg geboren und aufgewachsen, habe Lehramt studiert und beide Staatsexamen. Bis September stand ich selbst noch vor Klassen, habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, debattiert und um Argumente gerungen. Lehrer zu sein ist eine unglaublich sinnstiftende Aufgabe. Schon früh habe ich jedoch gemerkt, dass wir sehr weit weg von Bildungsgerechtigkeit und guter politischer Bildung in Schulen sind. Deshalb bin ich diesen Weg gegangen. Als Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender bin ich so oft es geht bei Vereinen und Initiativen. Dabei versuche ich auch abseits meiner Themen Einblicke in die Arbeit der Menschen vor Ort zu erhalten, sei es im soziokulturellen Zentrum, in der Reparaturwerkstatt oder bei Bauern. Doch gerade bläst uns der Wind stark ins Gesicht. Umso wichtiger ist es, dass wir draußen bei den Menschen sind und dort sichtbar, ehrlich sowie verständlich für unsere grüne Politik einstehen. Ich bin Markus Scholz und ich habe richtig Lust, meine Arbeit für den gesamten Gesundheits- und Sozialbereich hier im Sächsischen Landtag weiterzuführen. Deshalb kandidiere ich für Platz 8 der Landesliste. Falls auch ihr der Meinung seid, dass es dafür eine starke Stimme im Sächsischen Landtag braucht, dann freue ich mich über eure Unterstützung für eine vertrauenswürdige, ehrliche und verständliche Politik. Wir sehen uns.